das wird die größte Herausforderung auch meines Lebens. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts Komplizierteres angepackt, als jetzt wirklich diese Dreharbeiten zu diesem Film. Ich finde, Bernd hat das wirklich sehr gut auf die Reihe bekommen, nicht den Standard-Bushido-Film zu machen, den eigentlich jeder erwartet hätte. Dass du zeigst, so, ich bin cool und reich und geh in Puff, weißt du, zieh eine Nase, der Weiber, geh raus, einer guckt mich blöde an, ich schau mal auf die Fresse, meine Kumpels kommen, schlagen auch nochmal auf den rauf. Wir fahren, schießen mit Knarren durch die Luft und so. Das denkt man sich ja, wenn man hört, Bushido dreht einen Film. Ghetto-Story, Ghetto-Junge, dieser Mann war ziemlich broke. Leider spielte MTV keines meiner Videos. Deutschland wird auch sehr überrascht werden. Okay, Mann, wo sind die denn heute in diesem abgekackten Scheiß-Knastmann? Bushido! Bushido ist ein Phänomen, das die Jugend betrifft. Du gehst auf die Fresse, wenn du wie ein Hund bellst. Wir haben Jungs-Fan, wo kein Licht reinkommt. Ich weiß, Thomas W., das ist nicht dein Song. Und jetzt fragt man sich, warum, was ist da? Ich zum Beispiel, die in den 68ern groß geworden sind, wo unsere Eltern ja überhaupt gar kein Verständnis hatten für das, was wir als Musik verstanden haben. Und jeder weiß genau, wie sich der andere fühlt. Das war die totale, wie soll man sagen, Verweigerung auch der Jugend gegenüber dem Establishment. Und zwar durch die Musik. Yo, K1, ich bin in meinem Alter der Beste. Frauenknast und ich Alter, die Lesbe. Alles klar, Bushido, Soundcheck 1-2. Jetzt bei Bushido ist es ein bisschen ähnlich. Also, dass ein 30-Jähriger ein Biopic macht, das ist natürlich schon eine Ansage, ne? Weil das, also wenn vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, pass mal auf, irgendwann wird da ein Kanacke aus Tempelhof kommen und der wird fast 2 Millionen Platten verkaufen, weil er rappt. Dann hätten alle gesagt, so, nee, nicht in 50 Jahren. Und auf einmal ist es so. Und das ist ein Phänomen. Und es ist doch irre, was da passiert ist. Und eine unheimlich spannende Geschichte. Insofern ist toll. Also Kino soll ja irgendwie Zeitgeschehen reflektieren und ein Spiegel dessen sein, was in der Gesellschaft passiert. Und genau das wird hier gemacht. Kannst du einmal an was anderes denken als deinen beschissenen Stolz? Das sagst du mir? Du denkst wie ein Kind. Du denkst, alles dreht sich nur um dich. Du denkst, du bist das Zentrum der Welt. Was ist denn das für ein Vortrag jetzt? Was ich sagen will, ist, du musst langsam erwachsen werden. Er redet halt von Sex oder Drogen oder wird frauenfeindlich tituliert, oder schwulenfeindlich tituliert. Können wir dir bei deinen Hausaufgaben helfen? Was machst du da? Ey, Bushido, kommst du mit? Ich komm gleich. Ich lass es mal anrichten. Aber ich bin von Geburt aus eigentlich schon Schauspieler. So, ich sag immer, die besten Lügner sind die besten Schauspieler, glaube ich mal. Und ganz ehrlich, so viele Frauen, wie ich schon angelogen habe, so, dann kam so ein bisschen so eine kleine Routine rein. Aber beeil dich, mein Freund läuft hier irgendwo rum. Das Interessante ist ja, da einzusteigen, wo es Kontroversen gibt. Was ist das jetzt? Oder was erhitzt jetzt da so die Medien? Warum ist das plötzlich so, wird das so thematisiert? Dein Image ist scheiße, Mann. Gewalt, Drogen, frauenfeindlich, schwulenfeindlich. Dafür, dass mein Image so scheiße ist. Habt ihr aber eine Menge Geld mit mir verdient. Jetzt einer unserer größten Musikstars, in Anführungsstrichen. Und es ist unglaublich, was er erreicht hat. Und damals hätte ich mir nicht denken können, dass ich irgendwann mal in seinem Film mitwirken kann. The story ghetto, junge Sonny war im Block der G. Du fragst mich wie spät und danach, shit, was kostet die? Früher der Asoziale, der sich reiche Mädchen sucht. Heute der Asoziale, den ein reiches Mädchen sucht. Was für Lamartina, ich hab irgendeine Scheiße an. Heute lauf ich rein in meinen Kleiderschrank. Ich habe Sachen von Designern an. Das ich hatte kein Interesse, jetzt rauszugehen und sagen, dass, ich mache jetzt einen Werbefilm für Bushido. Hier kommst du nicht durch, Kleiner! Mann, verpiss dich, du Wichser! Oder was? Jesus, lass uns einfach gehen! Lass doch mal, diese Missgeburten sollen zeigen, was sie drauf haben. Der Film stellt schon auch ihm gegenüber einige Fragen. Und er wird auch von anderen Charakteren um ihn herum auch ziemlich krass angegriffen. Wer bist du denn? Du lebst wie ein verdammter Penner. Du hängst Tag und Nacht nur mit Pennern und Losern rum. Ich häng mit Losern rum? Er ist einfach derjenige, der den meisten Erfolg hat, obwohl er nicht im Radio gespielt wird, obwohl MTV und Viva ihn nicht spielen. Yeah, yeah, Games vielleicht jetzt kommt Gangster Frank White. Du Huren, so verpiss dich, denn die Banger sind am Mike, scheiß auf dich. Hey! Was mich daran interessiert, dass sie von etwas berichten, von wovon eigentlich niemand spricht. Etwas, was in unserer Gesellschaft einfach tabu ist. Ich hab schon viel von Uli gelernt. Und die sagt mir immer, wenn wir eine Szene fünfmal spielen, Bushido, du musst denken, das ist das allererste Mal, dass du das jetzt hörst. Ja? Das muss man dir ansehen, das ist das erste Mal. Das bedeutet, meine Damen und Herren,
versetzt euch nochmal in die Lage, in Trance, okay? Jetzt kommt das erste Mal Bushido-Konzert. Es ist aber natürlich auch noch ein Musikfilm, ne? Also das dürfen wir die ganze Zeit nicht aus dem Auge verlieren. Aber im Endeffekt geht es doch auch eher um ich mit meiner Freundin, ja, ich mit meiner Mutter, mit meinem kleinen Bruder, am Tisch, Streitereien, man streite mich mit meinem Vater und so weiter und so fort. Das ist alles wirklich so passiert und so, das sind wirklich alle Sachen so, die sind authentisch. Mama? Mhm? Ich brauche Geld. Wofür denn, mein Junge? Ich möchte Drogen kaufen. Guck mal, Mama. Für ein Gramm Dope, Gras, muss ich auf der Straße 20 Mark abdrücken. Das ist einfach zu teuer. Das kann ich mir bei meinem Einkommen nicht leisten. Man hat sein Ziel vor Augen, man macht das, was man machen möchte. Und man schert sich direkt darum, was andere um einen denken. Wenn ich das so hochziehe, dann kickt das über jeden Hemdkragen raus. Ja klar, Mann. Hast du da ein Problem? Du. Du kannst ja auch einen Schwanz tätowieren. Oder steht da schon Mama drauf? Oh. Was geht ab, Mann? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wir haben eine sexy Szene im Whirlpool gedreht. Da habe ich ein bisschen geärgert, dass die Frauen nicht in den Whirlpool steigen durften, sondern nur vorbeigelaufen sind. Aber ist kein Problem. Das ist die einzige Szene, die nicht authentisch ist. Im echten Leben, dann bin ich immer mit Frauen. Redest du mit mir, du Spaß? Dann nenn mich Bushido, Alter. Bushido? Was ist denn das für ein Abfallname? Komm her, Arschfick. Die meinen Namen auf deine behinderte Fresse. Sag deine Stamme, sie soll sich verpissen, wenn zwei Erwachsene reden. Enisa! Shit, die Bullen, lauf weg! Das war immer sein Film, das hat er immer straight durchgezogen. Du vergeudest dein Leben. Was mache ich? Bezeichnenderweise ist es dann auch Bushido gewesen, der Dialoge die besten im ganzen Drehbuch fand. Alles, was du machst, ist, dass du Wände und Züge mit Farbe zuschmierst. Mann, du kapierst es nicht? Ich mach das, damit alle wissen, dass ich da war. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ich bin nicht irgendein Scheißkanacke, dem man das Klo runterspülen kann. Ich dachte noch, das wird jetzt schwierig. Weil dadurch, dass es ja an sein Leben angelehnt ist. Lass mich in Ruhe. Verschwinde einfach. Verpiss dich aus meinem Leben. Und siehe da, das war so das, was er am interessantesten fand. Die Kritiker, die meinen halt irgendwie, Eichinger will halt auf Teufel komm raus ein Denkmal für Bushido errichten, so, die können sich ins Knie f***en. Verstehst du? Wir haben wirklich einen Film mit einer wirklichen Handlung gemacht und wo wirklich eine Menge Arbeit drin steckt. Du bist ein Penner. Ein Assi. Ein Loser, du bist der letzte Dreck! Wenn du die Situation ja spielen musst, die ja gar nicht wirklich gerade in dem Augenblick existiert, dann ist es ja noch schwieriger, die Hosen runterzulassen und ein Gefühl zu zeigen. Du sagst, dass du deinen Vater hast. Aber du bist ein Schwein. Genau wie er. Rap ist eigentlich die beste Möglichkeit, sich selber zu therapieren. Das ist wie, wenn ich zum Psychologen gehe und mich mit ihm ausquatsche. So ist es bei uns halt, wir gehen ins Studio und nehmen das auf und dann ist das Thema eigentlich abgeschlossen. Dieses Leben, aus dem Bushido kommt, was ja auch in den Texten des Hip-Hop immer sehr im Vordergrund steht, ist die Gewalt. Es ist die Gewalt, die diese Leute erleben. Wenn man die Sprache nicht, die Gewalt der Worte hat, nützt man halt die Gewalt der Muskeln. Deswegen kommt sie in der Musik vor. Jeder versucht dir deine Träume auszureden, weil sie hoffen, dass du anfängst aufzugeben. Und du fragst dich, wann hört er bloß auf der Regen? Können sie es einfach nicht lassen, auf dich drauf zu treten? Du spürst die Blicke und du weißt, du bist hier nicht willkommen, weil du hier keine Liebe bekommst. Dieser Beton nennt sich Leben, Junge, und das sind Kopfschmerzen. Und dieser Kopfschmerz lässt sich in einem Loch sterben und keiner antwortet dir. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Hand voll wie wir, denn morgen ist ein neuer Tag. Hör auf dein Herz und versuch's, aber glaub mir, alles wird gut. Und ich bin einfach genauso, wie ich bin und auf einmal sagen die Leute, cool. Ich mache ja auch Sachen, die Leute nicht gut finden. Also ich kannte seine Musik nicht, ja, also ich kannte auch die Texte nicht. Aber ich wusste natürlich, dass er den Ruf hat, ein ganz böser Bube zu sein. Wenn du halt natürlich auch Sachen im Film siehst, so irgendwelche Gangbang-Action, ich hatte auch schon viele Sexpartner gehabt und so. Und Schlägereien und sowas ist für mich natürlich auch ein Begriff. Deswegen gibt es Menschen, die das auch nicht für gut heißen. Ist ja auch okay, verstehst du? Aber als ich ihn kennengelernt habe, war er ein wunderbarer, liebenswürdiger, höflicher junger Mann. Ja, es hat mir sehr gefallen. Mir ist nur aufgefallen beim Drehen, dass gerade Frauen im Team dann sehr erstmal sehr zögerlich waren, ob sie mit Bushido, wie sie sich ihm gegenüber stellen sollen, dass sie einfach Dinge über Bushido wussten.
Und als sie ihn dann kennenlernten, schlug das Pendel dann sehr schnell in die andere Richtung. Das hat natürlich auch mit seinem Charisma und seinem persönlichen Charme zu tun. Er ist da sicherlich auch ein Verführer. Wir haben 7 Wochen gedreht, deswegen hatte ich auch 7 Flirts gehabt. Aber Jutta war eigentlich immer meine einzige Liebe. Und deswegen ist das einfach lustig für die anderen. Also ich kann auch ohne Spaß arbeiten, ja. Aber es ist natürlich immer auch angenehmer halt, ne? Also ist ja klar. So, ich muss auch beim Sex nicht küssen, aber mit Küssen ist halt immer schöner. Also wie oft ich mir anhören würde, was, du drehst mit Bushido und oh, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren und so. Das ist ja auch berechtigt. Damit muss man sich auch auseinandersetzen. Und sicherlich gibt es da viele Punkte, die irgendwie streitbar sind. Aber vielleicht wird genau der Film irgendwie ein bisschen die Leute aussöhnen mit diesem Mann, weil er hat was, was ganz viele nicht haben, und das ist eben die Fähigkeit, Leute bei der Stange zu halten, zu unterhalten, zu amüsieren. Ich bin einfach der witzigste Mensch, mindestens in Europa. Stimmt's? Ja. Jede Person hat ein Recht auf Individualität, und man muss jetzt halt einfach auch sehen, dass die Stärke auch darin liegt, sozusagen dieses Individuelle in einem groß zu ziehen. Und das geht halt nicht ohne Randale ab. Also ich meine, wir haben alle randaliert, als wir pubertär waren oder so. Also jetzt mal mehr oder weniger. Aber das ist halt eine wilde Zeit, und das macht man dann. Und solange man jetzt nicht jemand anders damit verletzt, ist es ja vollkommen okay. Wenn du so einen Werdegang durchlebt hast wie Bushido, wenn du diesen harten Weg gegangen bist, man über Jahre lang immer nur zu hören bekommen hat, man ist scheiße, man ist böse, man macht schlimme Sachen, und am Ende des Tages jemand zu dir kommt und sagt, ey, guck mal, also ich will dein Leben verfilmen, dann ist es eine wunderschöne Sache, weil der Film eine positive Message hat. Alles wird gut, viel Spaß, danke, dass ihr hier seid. Ich glaube, Bernd und ich haben es echt geschafft, mit so einem Rüpel wie Bushido hat einen richtigen, vernünftigen, seriösen Multimillionen-Film zu drehen, weißt du, und das ist Bombe, darauf bin ich extrem stolz.